Und herzlich willkommen zur letzten Lektion in unserem Anfängerkurs für das einhändige Schwert nach Giovanni Dalla Gocchia. Wir nehmen heute nur noch ein paar Angriffe dazu und dann soll diese heutige Lektion dazu lernen, alles, was wir bisher gemacht haben, nochmal so ein bisschen zusammenzubringen. Also wir kennen unsere verschiedenen Schläge, Fendenti, Squalimbri, Tondi und Ridocchi. Diese werden alle mit der Warenschneide ausgeführt. Wir kennen unseren Falso Dritto und Falso Manco, die mit der falschen Schneide ausgeführt werden. Natürlich kann auch jeder Schlag, der von oben oder horizontal kommt, auch mit der falschen Schneide ausgeführt werden. Und das sind dann dementsprechend, ob sie von rechts oder von links kommen, Mandritti in Falsi oder Roversi in Falsi. Wie sieht so ein Mandritto in Falso aus? Nun ja, wir setzen genauso an wie zu einem beispielsweise normalen Fendente, aber drehen hier die Hand und den Unterarm so, dass die falsche Schneide auf den Gegner trifft. Oder von der linken Seite ein Roverso in Falso dann eben so aussieht. Das gleiche geht natürlich auch mit Squalimbri und Tondi, die dann dementsprechend so aussehen. Also von der Seite vielleicht, als würdet ihr einen ganz normalen Fendente schlagen, nur dass hier in der Mitte das Schwert dreht, sodass letztendlich die kurze oder falsche Schneide den Gegner trifft. Und ihr werdet wahrscheinlich schnell merken, dass das von der Mandritto-Seite etwas leichter gehen wird als von der Roverso-Seite, gerade wenn ihr einen Fendente schlagen wollt. Von Tondo links oder rechts sollte es allerdings keinen Unterschied machen. Und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann ist der Unterschied eigentlich zwischen Hieben mit der kurzen oder falschen Schneide und den Stichen, die wir natürlich auch aus all diesen Positionen führen können, nur marginal. Ja, natürlich können wir aus diesen Positionen immer auch einen Stich führen und von unten natürlich auch. Ne? Wir hatten ja schon unsere Imbrocati, Stoccati und auch den Punta Reversa. Ja, aber gerade eben im Prinzip aus dieser weiten Bewegung kommt, dann wird das ganz allgemein nach Giovanni Dalla Gocchia als ein Punta in Falso bezeichnen. Also, Mandritto in Falso. Und Punta in Falso, wobei der Mandritto ein Schlag ist und der Punta natürlich ein Stich. Was ist der Unterschied? Naja, der Winkel zwischen meinem Unterarm und Schwert unterscheidet sich. Während für einen Schlag dieser Winkel relativ groß ist, fast 180 Grad könnte man sagen, das würde ich hier eher als Schlag bezeichnen, oder das ist der Winkel bei einem Stich etwas kleiner, vielleicht eher um die 100 bis 120 Grad, aber nehmt das, also ihr müsst jetzt kein Geodreieck anlegen. Ja, aber das hier ist natürlich eher ein Stich, genauso wie das hier. Okay? Und im Prinzip ermöglichen uns diese verschiedenen Arten anzugreifen, nur uns frei und fließend durch den Raum zu bewegen. Es gibt immer ganz viele Möglichkeiten, einen Schlag abzuwehren. Und im Prinzip schreibt Giovanni Dalla Gocchia auch, zu jedem Mandritto gibt es einen Roverso und umgedreht. Und natürlich könnt ihr auch Mandritti mit Mandritti parieren und so weiter und so fort. Gut. Letztendlich in der Kampfkunst geht es eben darum, dass wir uns richtig positionieren zum Gegner und die Tempi nutzen. Also diese Momente, wo wir ihn sicher angreifen können, unseren Gegner, ohne uns selbst in Gefahr zu bringen. Und das ist eigentlich letztendlich die hohe Kunst. Und alles andere hier ist vielleicht so ein bisschen wie beim Autofahren, erstmal schalten und lenken lernen, um uns genau in diese Position und Momente reinzubringen. Wie wir dann tatsächlich angreifen, ist eigentlich relativ unwichtig, weil es immer sehr viele Möglichkeiten gibt, die wir einfach nur erstmal eintrainieren müssen. Gut. Also nur noch einmal kurz zum Schluss zusammengefasst, was war neu heute?
Wir haben die Mandriti in Falzi gelernt und Roversi in Falzi. Die zeichnen sich dadurch aus, dass die Hand oder der Unterarm, mehr gesagt, dreht, sodass die falsche Schneide den Gegner trifft. Sie können natürlich auf all den bisherigen Bahnen den Gegner erwischen, die wir jetzt schon kannten. Also Fendente, Squalimbro und Tondo. Bei der Doppio kennen wir ja die Linien eh schon für den Falso Dritto und Falso Manco. Und außerdem können wir natürlich auch auf all diesen Linien einen Stich führen. Und das ist dann jeweils ein bunter in Falso. Gut, das soll dafür reichen. Wir sehen uns gleich bei der Übung wieder. So, willkommen zurück zur letzten Übung. Heute soll es keinen neuen interaktiven Drill mehr geben, sondern eher etwas für euch alleine zum Solo-Üben, um wirklich sehr warm und geschmeidig mit diesen verschiedenen Schlägen und Stichen zu werden, aber auch natürlich mit der Fußarbeit. Und dazu machen wir erstmal einen ganz einfachen Drill. Und zwar fangen wir an in Guardia da di Corno. Und von hier aus stechen wir einen Imbroccata, oder man könnte es fast auch als ein Punta in Falso bezeichnen, und gehen fließend über in einen Dritto Tramazzone. Also, aus Guardia del Corno, Imbroccata, Dritto Tramazzone, und wir lassen das Schwert einfach weiter fließen. Von hier aus gehen wir durch Guardia di Sopra il Braccio und schlagen einen Reverso in Falso oder führen hier auch einen Punta in Falso, aber von der Reverso-Seite, und schlagen ein Roverso-Tramazzone. Also im Prinzip Stich von oben rechts, Schlag von oben rechts, Stich von oben links, Schlag von oben links. Okay, und von vorne. Stich, Schlag, Stich, Schlag. Okay, immer zwei Aktionen hier hintereinander. Und wir fließen zwischen diesen beiden Positionen. Wenn ihr euch wohlfühlt, könnt ihr jetzt ein bisschen Fußarbeit mit dazu nehmen und einfach euch frei durch den Raum zu bewegen. Das Einzige, worauf ihr vielleicht achten könnt, ist immer, wenn der Schlag oder Stich von rechts kommt, geht eure rechte Hüfte nach vorne. Wenn der Schlag von links kommt, geht die linke Seite eurer Hüfte nach vorne. Gut, nachdem ihr das jetzt ein paar Mal gemacht habt, geht das Gleiche natürlich auch von unten. Wir beginnen in einer der Lagerpositionen. Ich jetzt hier in Porta di Ferro Lager. Und jetzt führen wir einen Stoccata von unten. Ja, von unten links und danach einen Roverso Ridoppio. Durch Guardia Alta, durch Coda Longa Distesa, durch Coda Longa Larga und nun von der anderen Seite ein Stich, ein Stoccata und ein Mandritto Ridoppio. Okay, also Stich von links, Schlag von links, Stich von rechts, Schlag von rechts. Und jetzt die Hand vielleicht eher vorne lassen, also wirklich wieder ein Tramazzone direkt hinterher, aber jetzt von unten, zack, 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 zack. Und dann nehmen wir wieder die Füße. Das erste ist ein Stich, das zweite ist ein Schlag. Schaut, dass ihr genug Platz habt, wenn ihr so ausholende Bewegungen macht, und lasst eure Pflanzen am Leben. Gut, wenn wir das haben, machen wir die gleichen zwei Übungen, jetzt aber jeweils mit Mandriti in Falzi und Roverso oder Roversi in Falzi. Das heißt, wir starten vielleicht nicht in Guardia da Licon, sondern in Guardia Alta. Und wir fangen an mit einem Mandritto in Falzo und dann ein Dritto Tramazzone. Roverso in Falso, Roverso Tramazzone.
von der Seite. Ich fange hier an und drehe, also ein Mandrito in Falso, und fließe dann direkt in den normalen Dritto Tramazzone. Und hier drehe ich auch die Hand und treffe meinen Gegner im Prinzip mit der falschen Schneider. Gerade auf der Reverso-Seite werdet ihr merken, dass das deutlich schwieriger ist. Ihr könnt dazu gerne etwas horizontaler gehen, dann wird es euch etwas leichter fallen. Gerade auf der Tondo-Linie sollte es spätestens eigentlich kein Problem sein, euren Arm hier aufzudrehen. Und ihr könnt natürlich die Linien hier jeweils auch mal wechseln, beispielsweise Mandrito in Falso und Reverso in Falso auf der Tondo-Linie. Und die Tramazzoni auf der Fendente-Linie. Gut, dann können wir natürlich auch direkt zwischen Schlägen von oben und Stichen von unten hin und her wechseln. Fangen wir diesmal mit Schlägen an. Und zwar in Guardia Alta, ein Mandrito in Falso und Tramazzone. Jetzt nicht weiter durchlaufen, sondern hier in Porta di Ferrolaga anhalten. Und direkt zurück. Falso Manco, Reverso Ridoppio, wieder bis in Guardia Alta. Und so können wir natürlich auch zwischen diesen beiden Aktionen direkt hin und her wechseln. Und das kann man natürlich auch mit Stich machen, dann aus Guardia d'Alicorno ein Imbroccata und von hier unten ein Stoccata und Reverso Ridoppio. Okay, wenn ihr das habt, das Ganze nochmal von der anderen Seite, also in eine der Coda Longa Larga Position, ob rechts oder links vorne, völlig egal. Vielleicht stechen zuerst, Stoccata, dann Mandrito Ridoppio, im Prinzip bis in Guardia di Faccia oder sogar in Guardia di Sopra e Braccio und dann zurück. Ne, ein Stich, zack. Oder natürlich auch als Schlag. Dann als Falso Dritto und Reverso in Falso. Und dann kann man alles zusammenlegen. Versucht einfach die verschiedenen Angriffe ineinander übergehen zu lassen und euch vielleicht dabei schon durch den Raum zu bewegen. Ihr könnt auf einzelnen Sachen stoppen. Aber grundsätzlich einfach soll das Schwert fließen. Versucht auch die Richtung zu ändern. Schaut mal in eine andere. Und schaut einfach, dass ihr euch frei mit dem Schwert durch euren Raum bewegen könnt. Am besten geht ihr dazu natürlich nach draußen. Wechselt ab zwischen Mandriti und Roversi in Falsi und natürlich den Stichen. Ja, das ihr nicht nur habt, ihr könnt auch mal mehrere Tramazzoni hintereinander schlagen. Ja, ihr müsst nicht immer falsche Schneide, wahre Schneide gehen. Aber einfach, dass ihr hier euren Arm ordentlich bewegt. Und wenn ihr das habt, dann versucht das auch mit der anderen Hand zu machen. Okay? Versucht einfach quasi komfortabel damit zu werden. Und ihr merkt schon, es fällt mir direkt schwerer zu sprechen, wenn ich diese Sache mit meiner linken Hand mache. Und wie gesagt, das Ziel ist letztendlich, all diese Aktionen natürlich machen zu können, zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort. Ich wechsle lieber auf rechts wieder. Okay, und dazu muss das hier halt in Fleisch und Blut erstmal übergehen. Nehmt immer schön die Hüfte mit. Denkt dran, ne, bei allen Bewegungen, wo die falsche Schneide leitet, ist es besonders wichtig, euren Körper hinter das Schwert zu bringen,
Ansonsten seid ihr hier immer offen. Ne? Das ist natürlich eine Bewegung hier, die nicht zur Verteidigung dient, weil offensichtlich hier alles offen ist. Dagegen das schon deutlich besser. Okay? Gut. Dann, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß in diesem Anfängerkurs, mindestens genauso sehr wie ich. Nehmt euch ruhig noch ein bisschen Zeit, um diese Übung durchzugehen. Ihr könnt natürlich jederzeit die Übungen der letzten Male und die interaktiven wieder durchgehen mit anderen Zielen. Ne, ihr habt ja da verschiedene Arten, wo ich Roversi und Mandriti nach oben und unten schlage. Also eine riesen Auswahl eigentlich. Idealerweise schnappt euch einen Partner und dann trainiert gemeinsam, trainiert fleißig und kommt uns vielleicht mal in Potsdam besuchen. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, herzlichen Glückwunsch. Ich bin stolz auf euch.